oder das ist auch ein Grund dessen, warum es mir so wichtig ist, so eine Ausstellung nach Düsseldorf zu holen. Und es ist mir das zweite Mal gelungen und ich gehörte auch zu den Abgeordneten, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Ausstellung auch weiterhin bestehen bleibt. Honorarkräfte müssen bezahlt werden, aber ich finde, sie machen einen hervorragenden Job und ich bin froh, dass der Herr Hoppe und die Frau Bachmann hier sind. Und dann hinterher den Gruppen oder auch die, die Interesse an der Arbeit im Deutschen Bundestag haben, dann fachkundig durch die Ausstellung führt. Ich bin auch froh und dankbar, ich habe den Herrn Schriebers eben gesehen, jetzt sehe ich ihn nicht, doch da ist er, dass ich heute mit der Ausstellung hierher kommen durfte. Sie sehen diese wunderschöne Schule, wir haben uns eben kurz unterhalten, ich war hier viele, viele Jahre Ratsfrau und was ich wirklich ganz, ganz wichtig ist, das ist, dass wir eine ordentliche Bildung für unsere Kinder anbieten und deshalb habe ich hart dafür gekämpft, dass es den Beschluss gab, dass Albrecht Dürer neu gebaut wird und nicht im Bestand saniert wird. Und wie Sie sehen, was daraus entstanden ist, war der Beschluss richtig. Und es freut mich auch besonders, in so viele bekannte Gesichter zu sehen, auch was unsere Schulleitungen angeht, geballte Kompetenz hier vorne und eben auch hier. Ich habe gerade Ratsherrn Sülfenfuß, Konstanze Mucha, Ratsfrau, Mitglied des Schulausschusses und für uns zuständig für Schule. Also, dass wir hier unterschiedlich aus der Bezirksvertretung habe ich verschiedene Vertreter gesehen. Also es freut mich wirklich, dass es diese Resonanz genommen hat und es ist eben auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass Sie in die Schulen und auch an die Düsseldorfer Schulleiter und Schüler tragen und auch Lehrer, wie Politik funktioniert. Wenn ich Besuchergruppen habe oder auch sonst unterwegs bin, dann bin ich erschrocken über die Unkenntnis unseres Systems. Unsere eigenen Leute wissen gar nicht, wie Politik bei uns gegliedert ist, wie es aufgeteilt ist, wie es funktioniert und wer wofür zuständig ist. Ich habe lange, also ich bin gerade in den Deutschen Bundestag gekommen und hatte mich für die 5 Milliarden von Frau Wanka für die Digitalisierung versprochen gekriegt, weil ich sie überall verfolgt hatte und gesagt habe, also auch wenn der Bund nicht zuständig ist, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ich bin kein Freund davon, unser Grundgesetz, wir haben bald 70 Jahre Grundgesetz und es hat sich eigentlich bewährt, das für jedes bisschen zu verändern und wir hatten auch schon vorher einen Weg gefunden, ohne dass die Länder sich beteiligen hätten müssen, die 5 Milliarden in die Digitalisierung unserer Schulen zu stecken. Und wenn ich sehe, wie die anderen, also wenn man im Bund dann zuständig ist, dann sieht man, dass wir hier in Düsseldorf doch ganz gut aufgestellt sind, aber eben trotzdem noch nicht gut genug. Und deshalb, wir brauchten für die letzten Meter, brauchten wir eben auch zusätzliches Geld und deshalb habe ich mich dafür massiv eingesetzt. Und obwohl es nicht mehr in meiner Zuständigkeit liegt, interessiere ich mich natürlich, wie es mit unseren Schulen weitergeht, wie die Entwicklung an den Gymnasien ist, oder eben auch, dass wir ordentlich mit unseren Hauptschülern umgehen. Und deshalb freue ich mich. Das ist also wirklich in der Bundesrepublik einzigartig, dass wir hier in Düsseldorf eine neue Hauptschule bauen. Und ich bin der Ansicht, dass wir unseren Kindern eine gewisse Wertschätzung, sie müssen sich, wie wir sagen, also ich habe hier selber 5 erwachsene Kinder, sie müssen sich benehmen, ne? Aber wir müssen auch mit Wertschätzung ihnen entgegenkommen und können ihnen da nicht solche verlodderten Gebäude zur Verfügung stellen. Und es kann auch nicht sein, dass wenn wir an unseren Berufskollegs Zustände haben wie vor 20 Jahren und die sollen für unsere Zukunft und gucken, dass wir wettbewerbsfähig sind, dort lernen. Also insofern, da sind viele Dinge, die zusammengehören und ich sehe auch Frau Bruns von der Volkshochschule, also wir machen auch Weiterbildung und das ist eben genauso wichtig, dass wenn man aus dem Schulalltag heraus ist, dass man trotzdem noch Möglichkeiten hat, sich in unserer Stadt weiterzubilden. Und ich weiß, es gehört nicht hierhin, aber ich nutze es gerade bei jeder Gelegenheit. Bitte passen Sie auf unsere Musikschule auf. Der Einstieg in mein politisches Leben war, mich um die Kinder zu kümmern und um ihre musikalische Ausbildung. Und sie ist wieder in Gefahr. Es kann nicht sein, dass wir die städtische Musikschule dann hinterher, dass wir dann gucken, ja, ein paar private nehmen wir dazu, das nicht geklärt ist
ob das Honorarverträge sind, so schön wie Honorarverträge sind, aber ich kann junge Leute nicht ermutigen, ein Studium in der Musik zu absolvieren, und das sind Höchstleistungen. Lehramt, also ein bisschen Pädagogik dann auch, jetzt nicht ein bisschen abwertend, aber da ist der Schwerpunkt eben nicht auf der Musik, und dann sage ich so, Honorarkräfte oder ihr könnt euch eben selbstständig machen. Also da muss man schon drauf achten, und wir haben an unserer Musikschule bisher gute Zustände gehabt und jetzt werden sie eben immer schlechter, und da bitte ich Sie, das ist eine der wenigen kulturellen Angebote, die wir für unsere Kinder haben, mit darauf zu achten, da wo sie gerade sind, dass das auch wirklich eingehalten wird. Ansonsten ist auch das Berliner Parkett nicht so einfach. Und ich hatte gerade den aktuellen Fall, das lesen Sie dann nicht so, deshalb erzähle ich es kurz, die Ausstellung, dafür sind Sie dann da. Das ist, ich habe federführend das Prostituiertenschutzgesetz gemacht. Und ich weiß, und das ist dann so exemplarisch dafür, was bei Ihnen ankommt. Klar haben wir ja zu wenig gemacht, aber wir mussten es so machen, dass es nicht vom Bundesrat zustimmungspflichtig ist. Das heißt, man hatte ein bisschen ein paar Eckpfeiler, weil einige gedacht haben, also Prostitution ist ja nichts Besonderes und da passiert auch nichts Schlimmes und da ist auch kein Schwarzarbeit, da ist auch wenig Gewalt und die machen das alle gerne, weil sie es gerne machen wollen. Die Erfahrung, ich habe 2 Jahre mich in dem Milieu umgesehen und ich habe nur gedacht, hoffentlich trifft mich jetzt hier keiner, als ich auf der Redelstraße war und woanders. Und dann habe ich eben festgestellt, dass es ganz, ganz wenig sind, die sagen, ich mache das selbstbestimmt und freiwillig. Und selbst die wenigen müssen sich anmelden, meiner Meinung nach, egal ob ich jetzt irgendwo an der Kasse sitze oder ob ich sauber mache. Also ich muss schon Steuern zahlen, ich muss versichert sein und ich muss für meine Begriffe unter menschenwürdigen Verhältnissen und Situationen arbeiten. Und das war da nicht. Also haben wir aber trotzdem, weil wir eben gucken mussten und wussten, dass der Bundesrat aus politischen Gründen dem nicht zustimmt, musste man es so machen, dass das Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist. Jetzt hat gerade ganz aktuell, deshalb erzähle ich das, weil die meisten denken da noch, die Politik weiß überhaupt nicht, was sie da tut oder die weiß überhaupt nicht, was da wirklich läuft. Das wissen wir schon. Aber manchmal, sie brauchen für alles Mehrheiten. Das ist mühsam, deshalb auch eben hier die Ausstellung, damit man das erklärt. Und da muss man eben gucken, dass man sich Mehrheiten schafft. Dann hatten wir das Gesetz jetzt. Jetzt tun alle so, weil sie von der Zeit davor, also Deutschland ist Bordell Europas geworden. Das haben wir vor 2 Jahren abgeschafft, aber jetzt müssen die Beschlüsse erstmal wirken. Sie haben Übergangsfristen. Jetzt kam in der letzten Woche, deshalb komme ich gerade darauf, ich habe mich da zum Glück erfolgreich durchgesetzt, dass aus Hamburg die Initiative kam, es ist doch überhaupt gar keine Schwarzarbeit bei den Prostituierten. Also braucht man auch nicht die Daten der Anmeldung an den Zoll weiterzugeben. Also das sehe ich wirklich anders. Und da versucht man eben das, was wir da beschlossen hatten, zu konterkarieren. Da müssen wir erstmal gucken, dass sie die Informationen kriegen, dann, dass sie erfolgreich dagegen arbeiten. Und da bin ich Herrn Thomas de Maizière sehr dankbar, der mir dann am Freitag sagte, also Frau Pantl, ich habe mich drum gekümmert. Und das bleibt so erstmal, wie Sie das damals oder wie wir das beschlossen hatten. Also Sie müssen aufpassen, was läuft denn dann so hinterm Rücken alles dann weiter, damit das, was man vorher gemacht hat, nicht außer Kraft gesetzt wird. Und insofern sind Sie nicht nur hier in Düsseldorf, weil das ist mein Wahlkreis, sondern eben auch in Berlin vielfältig beschäftigt. Und ansonsten möchte ich das deutsche Parlament ganz herzlich an den Schulleiter übergeben, der uns hier diese schönen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Danke. Ja, herzlichen Dank, Frau Pantl. Brauche ich das? Nein. Ja, also, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie hier sind. Schön, dass wir Ihnen, auch wenn Sie deswegen gekommen sind, wenigstens ein kleines Stückchen unseres schönen neuen Berufskollegs zeigen können. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass Sie hier diese Veranstaltung haben stattfinden lassen. Und wir profitieren quasi in doppelter Weise davon.
oder in dreifacher Weise, wenn ich Ihre Person mit reinnehme, denn schließlich begleiten Sie uns ja schon seit vielen Jahren in unserem Bestreben, hier anzukommen, und da haben Sie uns ja nun wirklich hervorragend unterstützt. Ja, diese Veranstaltung, ich lege das mal einmal hier an die Seite, finde ich wirklich klasse, weil 70 Jahre Deutscher Bundestag, das ist ja eine relativ lange Zeit, die wenigsten von uns waren vor 70 Jahren dabei, als im September 1949 die 410 Abgeordneten in Bonn in den Bundestag eingezogen sind. Und die wenigsten wissen um die Zeit davor, was überhaupt dazu geführt hat, dass sich so etwas hier gebildet hat, ein Grundgesetz vor 70 Jahren, kurz danach eben Gründung des Bundestages oder Konstitution des Bundestages. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Geschichte hier darzustellen, weil wir nicht damit groß geworden sind, weil wir gar nicht mehr wissen, was wir daran eigentlich haben. Und wenn ich so Dinge höre wie von mir aus das, was in Österreich gerade passiert, also so Dinge, die von innen heraus die Demokratie gefährden, aber auch die Angriffe von außen, dann ist es immer wieder wichtig, glaube ich, sich bewusst zu machen, was wir an dieser parlamentarischen Demokratie haben. Bei all den Dingen, die man an Zugeständnissen machen muss, das haben Sie gerade erwähnt, und was vielleicht auch zu einer gewissen Politikverdrossenheit gehört oder führt. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was unseren Staat auszeichnet, was extrem wichtig ist und was wir uns um Himmels Willen auch behalten sollten und wissen sollten, was wir daran haben. Und das kann man immer nur weitertragen in die nächste Generation. Von daher bin ich froh, dass wir das hier auch mit unseren Klassen machen können, auch in der beruflichen Bildung, und freuen uns, dass es hier stattfindet. Ich würde gerne Ihr Augenmerk noch kurz auf das lenken wollen, was draußen auf dem Schulhof ist. Da haben Fahrzeuglackierer in den letzten beiden Wochen eine Aktion gemacht. Herr Reinkemeyer, der dort Politik unterrichtet, hat das begleitet mit anderen Lehrerinnen und Lehrern. Die haben also versucht, mit den Mitteln, die man eben als Fahrzeuglackierer zur Verfügung hat, Wände zu gestalten zum Thema Deutscher Bundestag, zum Thema Demokratie und Grundgesetz. Und wenn das Wetter, ja, das spielt mit, es erlaubt, machen Sie doch einen kurzen Schlenker in den Schulhof, der ist auch so sehr schön. Und werfen Sie doch einen Blick auf das, was die Fahrzeuglackiererinnen und Lackierer da gemacht haben. Ansonsten wünsche ich Ihnen gute Führungen und nochmal herzlichen Dank, Frau Peintritt. Also ich hoffe, Sie nutzen es gleich wirklich, weil daran sieht man, was unsere jungen Leute alles können. Und ich möchte auch noch auf den Termin aufmerksam machen. Also als erstes möchte ich sagen, ich habe alle Kollegen eingeladen aus dem Bundestag. Also da machen wir auch keinen Unterschied. Und zweitens, der Tag der Deutschen Einheit. Wir können so stolz als Deutsche sein, dass wir eine friedliche Revolution, dass wir ohne Blutvergießen in diesem Jahr zum 30. Mal feiern können. Ich habe ja vorgenommen und ich habe die Unterstützung des Pfarrers Decker aus Eller, dass wir das um 11 Uhr am 3. Oktober beginnen und danach festlich, ich habe jetzt verschiedene angefragt, wenn da Klassen dazukommen, wäre das toll, wer Ideen hat. Also wir haben was vorzuweisen und wir können stolz auf das sein, was wir bis jetzt geschaffen haben, nur wir müssen auch aufpassen, dass es bleibt. Und meine Bitte ist wirklich an Sie, gucken Sie hinter die Kulissen. Gucken Sie sich die Dinge genauso an, weil ich kriege das täglich mit, das hatte ich einleitend so ein bisschen gesagt. Sie werden, also da werden Fotos genommen, da werden Ihnen Sachen in den Mund gelegt, da werden Texte verarbeitet, die nichts mit dem zu tun haben, was ich gesagt habe, was ich getan habe. Die neuen Medien sind auf der einen Seite Fluch und Segen zugleich. Und wir müssen gucken, dass wir den Fluch so ein bisschen erkennen und dass sie dem nicht aufsitzen, was da zum Teil an, man sagt es so schön, Fake News aufsitzen. Und das können sie, wenn sie sich vor Ort informieren oder wenn sie sich verschiedene Quellen zu Rate ziehen. Und wenn sie eine Frage haben, also es ist nicht immer einfach, alle Mails zu beantworten, weil wir kriegen so 200 bis 300 Mails pro Tag, aber es dauert schon mal ein bisschen länger. Aber Sie kriegen eine Antwort. Wenn nicht, schreiben Sie nochmal, dann ist das, wir haben ja auch verschiedene Angriffe im Bundestag, also dann hat man mal 2 Tage, da wurden versucht, meine Daten zu hacken und andere Bereiche. Also da sind dann auch schon mal Unwägbarkeiten und menschliches Versagen, es wird auch schon mal der eine oder andere krank.
melden Sie sich nochmal. Mein Anspruch ist eigentlich, dass Sie immer eine Antwort bekommen. So, jetzt danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse bei der Begehung des Deutschen Bundestages und der Ausstellung. Danke. Das ist eigentlich egal. Es gibt immer vier Karten zu allen Themenkomplexen, die auch farblich unterschieden sind. Hier würde ich dann vielleicht auch erstmal anfangen oder mit der Geschichte. Ja. Diese Helfer unterlegten Tafeln, die ja 70 Jahre Grundgesetz, wenn Sie sich ansehen. Ne? Ja. Es geht auch um die Ecke. Und Sie können sich natürlich genau einlegen, dass er Taschen mitnehmen. Das ist ja wohl der Arme zum Beispiel. Fragen, in welcher Gruppe vorhanden ist, in eine interparlamentarische Gruppe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt für Israel mich einsetzen möchte, dann bin ich gar nicht dran im Parlament, weil das ist ja nur Donnerstags, Freitags. Viele gemeinsam auftreten. Ja. Ich persönlich halte also die Gruppe. Im Moment ist es, dass man den Frauen alles engagiert. Wir müssen aussehen, dann müssen wir. Ich freue mich, dass ich hier mit der Ausstellung zum Bundestag beim Albrecht Dürer Berufskolleg Freunde gefunden habe und dass wir sehr zahlreich hier vertreten waren. Es ist toll, dass so viele Schulleitungen auch da waren und auch Bürger und auch aus verschiedenen Bereichen, die gesagt haben, wir gehen zur Ausstellungseröffnung und gucken uns die Arbeit des Bundestages an. 70 Jahre Grundgesetz feiern wir. Dieses Jahr 30 Jahre deutsche Einheit. Wir haben wirklich allen Grund, auf unsere Arbeit der letzten Jahre stolz zu sein. Und damit das so bleibt und man eben auch die Strukturen, wer wofür zuständig ist und wer wofür Verantwortung trägt, für alle besser ersichtlich ist, deshalb gibt es diese Ausstellung und deshalb freue ich mich, dass sie heute hier stattgefunden hat.